Zur ersten Etappe, Geschichte der Ökonomie Nummer 1, menschliche Bedürfnisse und der Wunsch nach Unabhängigkeit. Als das Wort Ökonomie in die Welt kam, da wusste man noch um die Abhängigkeit aller. Aber man hatte auch schon begonnen, sie sich wegzuwünschen. Und diesem Wunsch nach Unabhängigkeit hat man dann mit Gewalt Ausdruck verschafft. Man führte nämlich Kriege. Die Kriege bescherten den Bürgern der stolzen Polis Gefangene, die man dann als Sklavinnen und Sklaven gut gebrauchen konnte. Und man beschloss, diejenigen Menschen, die man Frauen nennt, seien ihrem Wesen nach zum Dienen bestimmt, also dazu, die Freiheit ihrer Herren zu erzeugen, zusammen mit den Sklavinnen und Sklaven, die ihrerseits oft Barbaren waren, also Ausländer. Das Wort Materia, Materie, leitet sich ja bekanntlich vom griechischen Wort Mater oder vom lateinischen Mater ab, das Mutter bedeutet. Man beschloss also kurz gesagt, gebärfähige Menschen seien das Gegenteil von Geist, nämlich eine Art stummer Boden, aus dem sich wohlgenährte Helden erheben, um die Welt dann nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Man fing also an, die Matrix, den Mutterleib, das Große um uns herum wegzudenken. Und eines Tages nahm dann einer, der die Welt präzise auf den Begriff bringen wollte, zwei griechische Wörter, nämlich Oikos, Haushalt, und Nomos, Gesetz, und setzte sie zur Oikonomia zusammen. Ökonomie, die Lehre vom Haushalt. Gemeint war damals der Großhaushalt, in dem die zumeist zahlreichen Mitglieder einer Familie samt Sklavinnen, Sklaven und Haustieren lebten und beaufsichtigt vom Familienvater, dem Besitzer des Ganzen, erarbeiteten, was man brauchte. Jedem Oikos entstieg wohlversorgt ein Herr. Und dieser Herr nannte sich der Mensch. Dieser eigentliche Mensch dünkt sich unabhängig, weil andere von ihm besessene Angehörige der Gattung seine Bedürfnisse täglich befriedigen. Er arbeitet nicht, sondern er definiert, er kontrolliert, er treibt Theorie, das heißt, bringt die Welt auf den ihm passenden Begriff. Jetzt zeichne ich erstmal die entscheidende Linie. So, schlicht. Das ist oben, das ist unten. Und jetzt zeichne ich da die entsprechenden Begriffe ein, die ich vorhin schon erwähnt habe. Hier oben haben wir die Polis. Und hier unten haben wir den Oikos. Hier ist die Freiheit und hier die Abhängigkeit. Und so jetzt ganz nebenbei das noch und das. Ganz oben Gott, das Geistwesen, das Unendliche. Und hier unten sind die Bedürfnisse und die Endlichkeit. Das hier ist gleich Anthropos. Der Mensch. Hier sind auch die Tiere, die Haustiere vor allem, die arbeiten nämlich auch. Zudem hier gehört Materia. Theorie und Praxis sind auch noch wichtige Gegenbegriffe. Aristoteles zum Beispiel. Zwar weiß er noch um die Bedürftigkeit aller, das ist wichtig, und um die Gefahren des geldgesteuerten Tausches, der sich von Bedürfnissen löst und die Illusion der Unabhängigkeit stützt. Aber Bedürfnisse sind für Aristoteles schon etwas Niederes, eine peinliche Last, die der eigentliche Mensch an Untergebene delegiert. Ganz wichtig hier oben die Kontrolle, die auch mit Sprache einhergeht, und hier das Besprochenwerden, was ja letztlich identisch ist mit Schweigen. Und hier dann die Sklaven noch, das ist auch noch wichtig. Sklaverei und Dienst. Im Grunde wird diese Ordnung, diese statische Zweiteilung der Welt in der Antike in die Welt gesetzt und auch schon etabliert, also verfestigt. Geschichte der Ökonomie 2, die Trennung von Markt und Haushalt. Bis in unsere Gegenwart ist die Ökonomie als die Lehre von der Bedürfnisbefriedigung definiert.
Nicht nur die Grundbedeutung der Ökonomie ist seit der Antike dieselbe geblieben, auch der Wunsch, die eigene Bedürftigkeit zu verleugnen, hat sich bis in unsere Tage gehalten. Diese Zweiteilung hat sich also jetzt neu verkleidet, ich könnte auch sagen modernisiert. Dann haben wir hier oben das Geld und den Markt und hier unten entsprechend die Liebe. Der Ökonom überspringt heute also systematisch den Oikos, den Ort, an dem mehr als die Hälfte menschlicher Bedürfnisse tatsächlich befriedigt werden. Warum? Weil der Ökonom, wie schon seine antiken Vorgänger, seine Angewiesenheit nicht wahrhaben will. Er will nicht dankbar sein. Und diese Angewiesenheit deshalb an Untergebene delegiert. Die modernen Ökonomen haben jetzt also eine neue Sphäre vermeintlicher Unabhängigkeit etabliert, das Geld und die geheimnisvollen Gesetze seiner Vermehrung. Nicht erst an den Crashs sterben Millionen von Menschen vor der Zeit. Es ist nämlich schon die systematische Verleugnung der Bedürftigkeit aller seit der Antike, die faktisch tötet. Eine ganz interessante Entwicklung hat sich in der Aufklärung ereignet. Das hier ist zwar oben geblieben, aber das hier ist ganz weit runtergerutscht. Gott, Religion, gilt heute als Privatsache. Was ist hier oben an die Stelle gerutscht, also an die Stelle von Gott? Wissenschaft, Vernunft und das heißt, dass man hier unten noch was Neues wieder abgetrennt hat, nämlich die Gefühle. Hier oben ist die Kultur, das Menschengemachte und hier unten Natur, genau. Und bei Natur ist auch die Etymologie wieder interessant. Natur kommt ja von Nasci und Nasci heißt geboren werden. Der Markt wird also zur höheren Sphäre vermeintlicher Unabhängigkeit. Damit werden Menschenopfer zu Kollateralschäden des Marktmechanismus. Und der eigentliche, der vernünftige, der wahre Mensch ist jetzt nicht mehr der Polisbürger, sondern der Geldbesitzer. Die Polis macht man je länger, je mehr zur Ehefrau des Herrn Markt. Heute soll die Polis, also der Staat, zusammen mit den Familien sich um die Abhängigen kümmern. Und was soll der Staat sonst noch tun? Er soll funktionierende Währungen bereitstellen, praktische Gesetze, Rechtssicherheit, Stabilität, Infrastruktur, Standortvorteile, Steuerbefreiung für die Reichen und so weiter. Also hat eine ganze Menge zu tun, wie auch die Hausfrau. Je länger, je mehr gerät die neu als Ehepaar aus Markt und Staat, Geld und Liebe verkleidete Zweiteilung in eine wirkliche Krise. Und zwar vor allem aus zwei Gründen. Erstens, weil Frauen und andere in die Abhängigkeit hineindefinierte Menschen sich zunehmend weigern, als unsichtbare Dienstleister zu funktionieren. Und weil sich herausstellt, dass die Natur, also das Große um uns herum, Gott, die Hülle und Fülle, aus der alle leben, die zerstörerischen Folgen dieser Abkoppelung vermeintlich unabhängiger Sphären nicht länger erträgt. Die wirkliche Krise ist nicht die Krise der Banken, sondern die der natürlichen Matrix. Im Gegensatz zum Geld existieren Meere, Pole, Wüsten, Gletscher und unsere verletzlichen Körper wirklich. Und jetzt zur dritten Etappe, Geschichte der Ökonomie 3. Ich denke von der Geburtlichkeit her noch einmal von vorne. Es passiert dieses hier. Die Linie verschwindet auf ganz viele Arten und Weisen. Und Sie können sich jetzt vorstellen, jetzt passiert das, was ich das postpatriarchale Durcheinander nenne. Das fliegt alles durcheinander. Also, wer sind wir jetzt eigentlich als Menschen, wenn wir nicht mehr in dieser Zweiteilung funktionieren? Aus der Matrix Mutterleib kommen wir und bleiben darauf angewiesen, dass die Matrix Welt, bestehend aus der sensiblen Hülle Kosmos, aus körperlicher und geistiger Nahrung, aus schützenden Gebäuden und Stoffen, aus sorgenden und sinnstiftenden Personen und Gemeinschaften uns weiterhin so zuverlässig beschützt und versorgt wie die erste Matrix, von der wir jetzt abgenabelt sind. Und was bedeutet das jetzt für die Ökonomie? Am Anfang ist der Oikos und erst danach kommt, wie schon Aristoteles wusste, der Markt und das Geld.
Der Markt hat per Definition und seinem Ursprung nach die Aufgabe, den Tausch überschüssiger Güter zu organisieren. Und er ist, wie die Haushalte und andere Teilveranstaltungen des menschlichen Zusammenlebens, eingebunden in den vorgegebenen, nicht von Menschen hergestellten Teil der Matrix. Und diesen Teil der Matrix nennen Theologinnen und Theologen Schöpfung. Andere Menschen nennen ihn zum Beispiel Natur oder Umwelt. Wie lässt sich die Matrix in die Sichtbarkeit zurückholen? Wie kann der Markt wieder als das gewürdigt werden, was er einmal war und sein sollte, nämlich eine sinnvolle und notwendige, aber zweitrangige Instanz zur Verteilung von Überschüssen? Ich werde jetzt nicht der Versuchung nachgeben, doch noch einen kompakten Entwurf einer alternativen Einrichtung des menschlichen Zusammenlebens zu liefern. Ich werde Ihnen stattdessen drei Vorschläge machen. Erstens, zusammen mit einer Gruppe von Mitdenkerinnen und Mitdenkern habe ich kürzlich ein Projekt in die Welt gesetzt, das sich Scheißologie nennt. Scheißologie ist die Theorie und die Ökonomie und die Ethik der Scheiße. Grob gesprochen handelt es sich um drei ökonomische Sektoren, nämlich erstens Haushalt, denken Sie an Kloputzen und Windeln wechseln. Zweitens Pflege, denken Sie an Kloputzen und Windeln wechseln. Drittens Landwirtschaft, denken Sie an Stall ausmisten. Wir, also diese Scheißologie-Arbeitsgruppe, sind sicher, dass diese Scheißtheorie viel in Bewegung setzen wird, weil sie eine verdrängte Wahrheit über unsere Existenzweise endlich wieder ausspricht und verschiedene ökonomische Veranstaltungen mit der Macht- und der Geschlechterfrage zusammendenkt, nämlich die Landwirtschaft, die Ökologie, Recycling, Müllabfuhr, Energiegewinnung, Pflege, Kanalisation, Haushalt und noch viel mehr. Utopie ist im Abort. Zweitens, die Bewegung für ein leistungsunabhängiges, existenzsicherndes Grundeinkommen. Um die Ökonomie wieder mit ihrem Kerngeschäft, also der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse, zusammenzuführen, ist es ein notwendiger Schritt, das nur scheinbar selbstverständliche Verhältnis Lohn für Leistung aktiv in Frage zu stellen. Wer die Existenzsicherung von der Erwerbsarbeit abkoppelt, und das macht diese Bewegung, befreit die Menschen dazu, über den Sinn des Ganzen nachzudenken, bevor sie tätig werden. Erst wer nicht rentieren muss, um zu leben, gewinnt unter den gegebenen Bedingungen die Freiheit, Dinge zu tun, die Sinn statt Geld machen. Drittens, die üblichen Ressortaufteilungen der offiziellen Politik bilden nach wie vor die zweigeteilte Ordnung ab und müssen daher geburtlich neu organisiert werden. Notwendig wäre eine Zusammenlegung des Sozial- und Familienministeriums mit dem Wirtschaftsministerium. Denn die sogenannten Familienfragen sind ökonomische Fragen. Das Finanzministerium seinerseits müsste dem neuen Ressort, das zum Beispiel Haushalts- und Marktministerium heißen könnte, strikt untergeordnet sein. Je mehr ich das geburtliche Bezogenheitsbewusstsein als tragende Grundhaltung, hat auch mit Spiritualität zu tun, einübe, desto lächerlicher erscheinen mir Banker und Banken too big to fail. Sie sollen dafür sorgen, dass dieses potenziell nützliche Instrument Geld wieder dem ökonomischen Kerngeschäft der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse zugeführt wird. Der Bedürfnisse von derzeit ungefähr 6,5 Milliarden Würdeträgerinnen und Würdeträger, die gemeinsam den begrenzten Lebensraum Erde bewohnen, den einzigen Lebensraum, der uns zur Verfügung steht. Denn es ist nicht der coole Bonusbanker, sondern die unauffällige Migrantin, die vielleicht schon morgen dafür sorgen wird, dass ich nicht in meiner Scheiße vergammle. Vielen Dank fürs Zuhören. Thank you.